wir sitzen mal wieder. Genau. Ist jetzt schon ein bisschen her und der eine oder andere hat es vielleicht ja auch schon bemerkt. Wir sind aktuell nicht mehr an unserem heißgeliebten Bottle Beach. Genau. Wir hatten ja anfangs geplant, 3 Wochen dort zu bleiben, haben dann ständig verlängert. Ja. Am Ende waren es dann so 3 Monate fast, wo wir da waren. Und dann war eine Full Moon Party und dann war wirklich mal alles voll. Mussten wir also mal kurzzeitig raus, ganz weg vom Bottle Beach. Gut, die Entscheidung war dann halt, gehen wir jetzt 5 Tage nur weg, weil die hätten wir da weggemusst, weil 5 Tage war restlos alles ausgebucht. Oder was machen wir überhaupt? Weil unser Visa hatte ja auch nur eine gewisse Laufzeit, ja. Sodass man darüber nachdenken musste, was wollen wir eigentlich die nächste Zeit machen. Und haben uns entschieden, einfach doch noch mal 30 Tage länger in Thailand und auch auf Koh Phangan zu bleiben. Genau, und dazu brauchten wir aber dann einen Visa-Run. Wir hatten die Extension, die Verlängerung schon und ja, da gab es so ein kleines süßes Lädelchen in Tongsala. Ja, ist ein cooler kleiner Laden, etwas versteckt. Wer ein bisschen recherchiert, findet ihn aber, den Mr. Kim. Und er kann so alles organisieren, von normalen Ausflügen zu den Inseln hier ringsherum, aber eben auch zu einem Visa-Run, der passend zu der jeweiligen Person und den Umständen ist. Das gibt es in sehr einfacher Form, dass man einfach mal in einem Bus mit vielen Menschen zusammen ein ganzes Stück fährt. Aber wir als Familie und Jessie können wir ja nicht allein lassen. Da brauchten wir auch ein bisschen andere Bedingungen. Das wäre erst der Plan, dass wir beide separat fahren. Ja. Einmal ich mit Jessie, einmal Coco, die jetzt immer mit den ganzen zu Hause bei den Kindern. Aber Mr. Kim meinte, mit Baby wird schwierig. Ja. Das finden dann meine anderen Gäste nicht so nett. Und deswegen mussten wir dann, war jetzt zwar viel teurer als normalerweise, aber haben wir dann halt so ein Privatvan gemietet. Ja, da ging es um 5 Uhr morgens los mit der Fähre nach Tonsak, dann hoch bis nach zur Grenze nach Malaysia. Ja, das ging auch eigentlich ganz gut, ne? Also ja, war alles gut organisiert. Zwischenstopp dabei und. Ja, der Fahrer hat sich da dementsprechend angepasst, wie wir es auch wollten. Ob wir mal auf Toilette mussten oder ein bisschen was zu trinken besorgen. Ist er dann angehalten und es war eine gute Entscheidung, in dem Bus dann alleine als Familie zu sein. Man hatte noch ein bisschen mehr Platz. Kinder konnten ein bisschen was gucken oder auch mal schlafen. Das hast du ja, wenn der Bus voll besetzt ist, doch nicht so gut. Also war die Entscheidung von Mr. Kim schon die richtige, zu sagen, ihr müsst da mit einem Van alleine fahren als Familie. Und sind dann zu einem klitzekleinen Übergang gefahren zur malaiischen Grenze. Also da war nur ein klitzekleines Häuschen. Vielleicht 30, 40 Meter Weg bis zur malaiischen Seite. Da war das gleiche, auch ein kleines Häuschen mit 2 Männchen drin. Jeweils den Stempel bekommen für die Ausreise, für die Einreise, für die Ausreise. Wir sind einmal kurz reingelaufen nach Malaysia und dann wieder zurückgelaufen. Genau. Ein- und Ausreise. Nur bei der Einreise musste man halt wieder dieses Formular ausfüllen für die Einreise in Thailand und haben dann wieder 30 Tage Aufenthaltsrecht in Thailand bekommen. Was ja schon cool ist dann halt auf der Seite. Auf jeden Fall. Sind dann auch mit dem Bus wieder zurückgefahren. Da war er zwar ziemlich in Zeitdruck dann, weil die letzte Fähre ging um 18 Uhr und die letzten ganz 20 Minuten ja, war ganz schon knapp im Formel 1-Stil dann teilweise mit dem Bus gefahren. Aber wir sind auf dem Pier angekommen, sind ins Boot reingetappert und losgefahren. Genau. War alles ganz genau gepasst, sodass wir 21 Uhr wieder hier auf der Insel waren. Also morgens 5 Uhr los, abends 21 Uhr wieder hier und 30 Tage Verlängerung in der Tasche. Genau, und dann kann deshalb, Mr. Kim, verlinke ich hier unten in der Infobox. Könnt ihr mal schauen, wo ihr ihn findet. Und wer da Fragen hat, um alles, was diese Dinge halt angeht, einfach mal da vorbeifahren und sich informieren. Genau. Und wieder angekommen auf der Insel, kam die Frage auf, was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Ja, dieses Bottle Beach war zwar echt schön und so, aber natürlich auch sehr teuer. Das haben wir dann am Ende gemerkt und dachten, wir kommen diesen Monat, müssen wir mal ein bisschen sparen, ein bisschen gucken. Da kam die Idee, ein kleines Häuschen mit Küche, wo man selber kochen kann und das war eben alles sehr spontan. Mhm. Da haben wir dann ein kleines Angebot, ein kleines, wie nennt man das? Ja, wir haben einfach mal erst im Internet recherchiert und gesehen, es ist ja eine riesen Flut, die es da gibt, so an Objekten. Und da jetzt das Passende für uns zu finden, was die Zimmeranzahl angeht, was eine Küche angeht, was den Preis angeht, das ist dann doch sehr mühselig, das zu suchen. Und haben dann auf Facebook die Rachel gefunden. Die Kircher gefunden, genau. Und die Rachel ist ganz cool. Die
vermarktet halt hier sehr viele Immobilien auf Kopangan. Und der kann man halt ganz genau einen Suchauftrag geben, zu sagen, das sind unsere Parameter, so viel Geld können wir ausgeben, das und das sollte das Häuschen halt haben. Und dann macht sie sich auf den Weg oder hat in ihrem Portfolio da entsprechende Objekte und dann schickt sie einem so ein paar Ideen. Dann hat sie uns ein paar Vorschläge geschickt, dann waren wir auch bei einem Haus uns anschauen, wobei das nichts für uns war, das erste Objekt, das war viel zu, es war so ein kleines, Ja, es war fast wie ein Ressort, also es waren 5 niegelnagelneu gebaute Häuser, keine Frage, dicht bei dicht allerdings, zwar direkt am Wasser, aber kein Beach davor, sondern es war so ein, früher mal ein Hafen scheinbar. Und es war auch so eingezäunt, ja. Alles picobello und ja. Neu und wir dachten mal, okay, wir mit unseren Kindern und so, das ist irgendwie nicht so unser Ding. Ja, auch kein Schatten eigentlich, keine Bäume da so drin, alles nur so Bahnen hingesetzt alles so und fertig. Steinhäuser, also gar nicht so urig, wie man das normalerweise kennt. Ja. Dann habe ich hier geschrieben, hör zu, nicht unser Ding und schwupps hat sie dann noch ein anderes geschickt. Und ja, sind wir hingefahren, haben uns angeschaut und haben uns gleich auch irgendwie verliebt da drin. Ja, weil es ein bisschen versteckter im Grün, gleich ringsrum hier. Ihr seht ja hinter uns die Palmen, sodass man da auch die Natur wieder bei sich hat, was am Bottle Beach ja auch immer hatten. Und nicht so künstlich, das war jetzt ein Objekt, so künstlich, das ist hier nicht der Fall. Also modern auch. Ja. Und das Schöne, wir sind natürlich hier so in dem Blue Beach von Sri Tanu und wer das kennt auf Kopangan, das ist natürlich eine Community-Gegend hier, die ist sehr spirituell. Es gibt hier so alles von Yogaschulen bis Heiler, gesunde Ernährung, vegane Dinge. Da werden wir in der Folge nochmal ein paar Bilder auch zu einfangen. Mhm. Das ist hier schon auf jeden Fall einen ganz tollen Spirit und ganz tolle Leute hier, ganz entspannte. Ja. Den auch mit runterholen und ja, da gibt es ja auch immer am Zen Beach abends so eine tolle Veranstaltung. Ja, vom Selbstdarsteller bis zum Yogi ist da alles bei, die ein bisschen Musik machen, zusammen erkennen, ein bisschen tanzen, die einfach das Leben, Kinder auch Leben Spaß. Feiern und alle sind eingeladen und können mitmachen, das ist echt total schön, Musik und Tanz, wunderschön. Ja, sodass wir jetzt hier unser Häuschen haben mit 2 Zimmern, haben eine Küche, haben jeweils ein Bad dabei, haben hier diese große Terrasse, wir können also selber kochen und sparen natürlich immens an Kosten im Verhältnis zu, wenn man jetzt am Bottle Beach das rechnet. Ja. Man braucht also kaum essen gehen, man macht das selber, man macht das, was man gerne isst, kann hier günstig einkaufen. Da gibt es ja diesen großen Makromarkt für Großhändler und da kann man echt viel einkaufen für relativ normales Geld, sagen wir mal. Also große Gebinde halt, dadurch spart man schon, was man da so hat. Und so das frische Obst gibt es hier bei jedem kleinen Gemüsehändler um die Ecke. Auch sehr günstig und frisch, sodass man wirklich sich das gute Essen selber zaubern kann und nicht jedes Mal ein paar hundert Watt pro Tag raushaut und die Kinder essen es am Ende vielleicht auch nicht auf. Das ist immer schon ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn man sparen will und wer überlegt, 14 Tage vielleicht nur nach Kopangan zu gehen und weil die Reisekasse vielleicht nicht mehr hergibt, überlegt euch, schaut mal nach dem Haus. Schreibt der Rachel, findet er auch unten drin in der Infobox die Kontaktdaten, sagt, was er ausgeben wollt und was er sucht und vielleicht werden aus den 14 Tagen dann auch 4 Wochen für dasselbe Geld. Ne? Auch gut. Klar, man kriegt nicht alles dann vorgetragen bis sonst wohin, aber wenn man dafür hier 14 Tage länger bleiben kann, in der Wärme, in der Sonne, in der Gechilltheit, das, denke ich mal, ist schon eine Menge wert. Ja, das werden wir auch für die Zukunft mitnehmen, dass wir da immer gucken, dass wir irgendwo was langfristiges mieten. Ja. Aber wir bleiben ja doch immer länger und mit den Kindern ist es einfach angenehmer. Dann haben die ihre kleine Base und man kann, man ist nicht so betrieben immer. Und ja klar, wenn man weiß eben, dass wir jetzt 4 Monate fast ja hier sind und man würde für 4 Monate ein Haus gleich mieten, dann wäre das nochmal deutlich billiger im Monat. Und da hätte man alle Möglichkeiten. Ja. Das ist schon wirklich so. Und die Lage, wie gesagt, die kann man auch mit Rachel zusammen da raussuchen und hier, die ist ganz okay. Wir sind schnell überall. Wir sind schnell bei den Beaches, die angesagt sind hier. The Sand Beach, der Secret Beach, Malibu. Ja, alle sind hier so in der Nähe, vielleicht 10, 15 Minuten. Und es ist auch alles keine so große Entfernung. Ja. Selbst zum Bottle Beach fahren wir ab und zu noch hin. Das ist mal eine 40 Minuten Fahrt. Ja. Werden wir auch noch mal machen die nächsten Tage. Mal gucken, wie das Wetter ist. Da wollen wir auch noch den Rest eines wichtigen Videos halt drehen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ein paar haben ja vielleicht schon gespechtet und haben schon mal das ein oder andere gesehen. Aber das richtige Video dazu kommt dann auch erst noch. Aber das wollten wir euch erstmal zurufen. Hier, wie kann man günstig
auf Koh Phangan doch eine längere Zeit sein. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, schreibt das gerne unten in die Kommentare rein und dann kriegt ihr auch eine gute Antwort dazu. Und wenn es euch gefällt und wenn es euch hilft, vielleicht einen Daumen nach oben. Und wer noch mehr sehen will von uns, sollte vielleicht auch ein Abo dalassen, weil es kommen noch viele spannende Videos die nächste Zeit. Ja, Leute. Hallo. Da sind wir jetzt in unser kleines Häuschen eingezogen. Ja, ist schon mal etwas anders, als wenn man jetzt vom Bottle Beach kommt zwar, aber wir brauchen jetzt einfach mal was, wo wir ein bisschen zur Ruhe kommen, wo wir ein bisschen Platz haben, wo wir auch mal warm duschen können. Länger bleiben können und wo es eben auch... Ja, stimmt. Wo die Kosten auch ein bisschen minimierter sind. Genau. Mhm. Das war ja der Grundgedanke, also zu sagen, hey, wie kriegt man es hin, wenn wir jetzt noch einen Monat hier auf der Insel bleiben, dass da auch die Kosten einfach geringer werden, weil klar, Bottle Beach ist schön. Ja, ist ja schön. Man geht dann aber trotzdem zu viel essen, man hat relativ hohe Kosten. Hier haben wir jetzt eine Küche bei, können also selber Früchte einkaufen auf dem Markt, Reis dazu, ein paar Gewürze und dann ist alles frisch und schmeckt lecker. Und man kann es eben genauso kochen, wie man es mag. Das spart unwahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gibt es mal eine kleine Roomtour. Yeah. Wir haben also hier einen offenen Bereich. Kann man schön sitzen und essen. Hier ist das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer. Das ist schon am Kämpfen mit dem Bett. Ja, haben wir hier einmal ein Badezimmer. Hier ist was? Sollen wir die Roomtour übernehmen? Was? Du willst die Roomtour übernehmen? Dann zeig mal allen, was hier los ist. Ich folge dir. Okay. Und das Coole ist, es ist halt auch immer alles im coolen thailändischen Style. Also ja, alles schön. Das sieht cool aus. Nicht so steril und nur direkt der Wand. Alles schön Holz und Fenster geht? Haben gleich Moskitonetze. Ja, genau. Okay, der Jamie, wir folgen jetzt mal dem Jamie. Ja. Wo ist denn die Küche? Und die Küche, die ist hier. Also wir haben einen Kocher und sogar ein paar Pfannen und Messer, also alles da. Schneidebretter. Und hier, wo man seine Hände noch abwaschen kann, hängt draußen. Wo man spülen kann, ja, die Spüle hängt draußen, haben also ein Jungle View. Wasserhahn. Ist so ein bisschen wie auf Koh Lanta. Ist ganz cool. Cool ist halt wirklich, dass das hier draußen hängt. Das nimmt keinen Platz weg. Ja. Das ist hier bei den ganzen Häusern ringsherum. Dass die Spüle draußen am Fenster im Haus angebaut ist. Du kannst also hier schön locker arbeiten. Und ein kleines Dach. Da kann ich aus wenig Platz viel machen, ne? Das ist eine coole Idee. Ja, dann haben wir hier ein paar Tassen und Gläser und Teller und Geschirr, also alles da. Reiskocher. Ja. Das ist wirklich super. Das ist, wenn man vier Personen ist, bringt das schon mal einiges selbst zu kochen. Ja. Das haben wir echt gemerkt. Kühlschrank, kann man also auch mal was reinpacken, Früchte und so. Oh, sogar ein bisschen Crushed Eis haben wir schon. Und hier vorne ist noch das Zimmer für die Eltern. Dann ist hier noch ein Zimmer, ein Schlafzimmer. Für die Eltern, genau. Ja, genau. Hier haben wir also nochmal ein Schlafzimmer und ein bisschen ein paar Staubmöglichkeiten. Und auch nochmal ein Bad. Ja, wir haben ein paar Projekte noch am Laufen, die müssen wir ein bisschen pushen und da brauchen wir jetzt ein bisschen. Ja, und nur am Strand abhängen ist zwar geil, aber natürlich hat man am Ende auch leere Kasse. Leere Kasse. Ja, jetzt haben wir unsere Sachen ein bisschen verstaut und hier wird schon fleißig gekocht. Jamie schneidet Gemüse und da rutscht schon das Reis. Schöner Reis! Gemüse. Ja, das ist cool, ne? Ich alles klein. Schon toll, ein eigenes Spiel zu haben. Heute gibt's Reis. Dann haben wir mal. Da haben wir unser ganzes Equipment rausgeräumt. Und da kann man mal sehen, was man alles so dabei hat. Die ganzen Kabelgeschichten und es ist schon einiges. Jessie? Und ist da dein Kinderzimmer, Julie? Wird jetzt hier als Kinderzimmer ausgemacht. Sieht man gleich. Ist das dein Spielzimmer, Julie? Ja! Ja, toll!